Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte noch im Marsch. Wir haben aktuell die Wiese 27 fertig. Wir fahren jetzt zum Hof und tanken unseren Düngerwälder wieder voll. Und dann geht's auf die 25. Denn da will auch gedüngt werden. Der Gruppe Fuzzi arbeitet noch weiter. Sieht ganz gut aus. Muss er ein bisschen aufpassen, dass er nicht den Strohfurz überholt. Mal ein Heini für Stroh. Ja, und dann wird wohl bald die Grasreif werden, ne? Denke ich mal, ne? Und dann geht ja nicht mehr der Aushalt los. Also Zeit auf 2 machen oder 3, oder 3 geht ja gar nicht, Quatsch. Auf 5 warten wir noch. So, kann man nichts sehen. Das, die Einstellung ist ungünstig. So, jetzt geht's zur Wiese. Nummer 20. Erstmal wenn wir den alten Kurs löschen. Bevor wir das wieder so machen, dass wir wieder beide Kurse haben. Dann will er wieder zurück. So, da sind wir. So, schauen wir mal gleich nach. 25. Düng. 25. Ersten Wegpunkt, das passt. So, kann er arbeiten. Zeit läuft, das ist mal ganz gut. Oder läuft doch mal vorhin, das kann auch sein. Die läuft doch mal vorhin. Das heißt, fleißig. So, das heißt, ein bisschen anpassen. Sonst haben wir hier ein Problem. Kommt durcheinander. So kurz soll die Folge auch nicht sein. Gut, da würde ich schneiden und was anhängen. Das ist blöd, wenn man drinnen Schüsse hat und weitermacht, ne? Auch ein bisschen komisch. Wir Gas geben hier, wir sind eng hier. Wie gewiss, Kurzfahrer, die kennen ja nichts, die fahren da weiter. Aber ich habe eh ein Problem. Die Gruppe ist schneller wieder. Vorabfahrer. Schlecht. Oder ich werde gleich mal die Außenbahn noch machen, weil ich muss das so manuell machen. Ah, jetzt geht es auch langsam weg. Verschwindet die hinter dem Berg. Und bei den Bäumen. Geht sie runter. Sichtbereich jedenfalls.
gesagt, jetzt kommt die Aussaat. Normalerweise nochmal düngen vorher, aber auch nicht. Die Seemaschine düngt auch, aber brauchen wir nicht düngen. Machen wir jetzt den Rand fertig. Fahren wir selber, ne? Dunkel. Kann ich schon sie wieder aufmachen. Ich sehe gerade die Folgen. Ich würde durch da gekommen. Eine muss noch. Ich wünsche allen einen schönen Samstag normalerweise. Wenn alles täuscht. 1, 2, 3, 4. Ja, Samstag. Ups. Könnte auch noch Freitag sein, weiß ich nicht genau. Oder eher Samstag. Ich muss eine Butter rausholen. Ist ja knochenhart. Und warte mal gesagt, die Butter ist dreimal näher verrückt. Einmal ist sie gar nicht da. Dann ist es zu hart. War zu weich. Ranfahren. Ups. Dann starten wir gleich den Helfer wieder. So, haben wir das. Gut aus. Ich dürfte eine Bahn machen können und dann ist es fast erledigt. So, düngermäßig. Sieht auch gut aus. Wie lange wächst er noch? Schauen wir gleich nach. So. Gras noch 6 Stunden, dann kommt die Stufe. Aber wir müssen immer aussehen. Zucker dauert länger. Verpappeln 15 Stunden, Öhrrettich 6. Wir wollen ja Raps, Mais von machen, wollen wir mal beeilen. Kann er überhaupt fahren? 17 km/h vorgesehen. Mhm. 15. Der macht 17. So 4, 6 Meter. Oh, hab ich einen Horsch. Aber da kann man auch zufrieden sein, wenn er mit 15, 17 km/h fährt. Das kann man genauso in der Garage, da kann man genau erkennen, welchen man hat.
Habe ich auch gestern die Mühe gemacht, alle Maschinen und Geräte hier aufgeschrieben. Den Preis aufgeschrieben. Dann habe ich das den Preis zum Schluss zusammengerechnet und mir in den Spielstand eingegeben. Das ist die Horsch. 17. Die Horsch 16 RT. Nicht verkaufen. Die 6 Milliarden Dings da. Hat die? Ja, schon komisch. Flüge. Ach so, unser Gebäude, was ich zeigen wollte. Farmhaus, Silos, diverses Tierhaltung. Ob Tier drin ist? Nee. Also, ich will ja nun die Lage herstellen. Aus dem Lager. Das heißt, ich muss ja das irgendwo herstellen oder ein Silo machen. Also, hier ist zum Beispiel so ein Silo. Heu. Misch vor der Herstellung. Silage. Also, das Ding bauen oder so ein Silo. So ein Fahrsilo. Also so ein Silo praktisch oder so ein Silo oder wo man halt durchfahren kann. Zum Durchfahren oder so ein Werk. Dann so aus. Könnt ihr mal eine Kommentare reinschreiben, was ihr euch da entscheiden würdet. Und das wird dann gemacht. Das wäre natürlich einfacher, man fährt hin, gibt aus und warum nicht für dich, das macht die Anlage automatisch. Aber es ist eure Entscheidung. Wer immer das einschreibt, die Mehrheit, wer es zu tun. Ansonsten muss ich mir das also alleine ausdenken. Ne? Denn ich denke mal, Silage wird doch morgen die Folge nicht fertig, aber die Woche darauf. Also wir haben eine gute Woche Zeit. Dann machen wir das so. Jetzt macht er mir den Strom weg kaputt. Ungünstig. So, das Dünger fuhrt sich fertig. Da ist noch beide Arbeit noch. Aber der Strobe dürfte auch fast fertig sein. Ist fertig. Dann wollen wir jetzt wieder auffüllen und zur nächsten Maximumstufe halt wieder düngen. Das bedeutet aber auch, dass wir auf 13 vorbereiten müssen. Die 13 war noch nicht voll gedüngt. Und irgendwann kommt Unkraut.
Firmen gleich auf, dann können wir ihn gleich wieder hinstellen und dann entsprechend alles zur Zeit fertig und vorbereitet. Gut, gut. Sobald die Aussaat fertig ist, können wir mit der Zeit ein bisschen schneller arbeiten. Aber das dauert noch ein bisschen. Wir müssen noch mindestens den Rest kuppern noch. Und dann geht die Aussaat. Mit Mais. Weil das Gras geerntet ist, dann werden die Grasfelder gepflügt. Und die anderen Felder auch, die müssen auch alle gepflügt werden. So, schon mal vorbereitet. Wie in der Ecke wieder hin. So. Dann mal zurück. Stell dir mal einen Schatten rein. Pause. Vogel gerade piept. So, so. Ja, das brauchen wir auch nicht mehr machen, das ist auch erledigt. Beziehungsweise das werde ich im Stall einfahren für Kühe. Weizstreu. So, und im Feuerlöffel, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like, ich sag schon mal danke. Würde ich mich auch freuen über ein Abo. Auch dafür ein Danke. Es für euch verursacht keine Kosten, keine Verpflichtungen. Jeder kann machen, wie er will. Nur ist es schön zu sehen, wenn man entsprechend klein wenig, naja, ein Zeichen setzt, ne? Dann seid mal Schüssel wegen Winkel. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Hoffe, ihr wollt's. Bye, bye.